Niki ist irgendwo da drin. Es muss einen Weg geben. Ja, wir bezwingen sie mit unserer weit überlegenen Flotte. Nur haben wir keine, bedauerlicherweise. Kommt, Leute. Wir sind doch immer am besten, wenn uns die Optionen ausgehen. Einem von uns wird was einfallen. Ja. Groot, und bitte keine schlechten Ideen. Ich bin Groot. Das ist schon mal eine schlechte. Wir gehen nicht zu den Chitauri. Genau sowas brauchen wir. Nur nicht gerade jetzt. Diese Käfer würden uns in den Rücken schießen. Falls sie uns nicht in den Kopf schießen. Gamora, eine Idee? Hat die Erde vielleicht Helden, die uns helfen können? Die Jungs in Pyjamas? Mächtige Pyjamas. Glaub mir, bei denen ist noch eine Menge Luft nach oben. Wir brauchen jemanden mit einer Flotte. Iron Man. Drax! Du hast königliches Blut. Vielleicht sollte der Prinz von Spartax zurückkehren und sein Volk versammeln. Warst du in letzter Zeit mal auf Spartax? War ich nicht, aber die Spartoi-Technologie ist wesentlich... Spartax wurde im Krieg gerade wegen seiner Tech auseinandergepflückt. Da kann man nicht mal mehr landen. Keine Möglichkeiten. Rocket, irgendwas? Was ist mit den Ravagers? Du könntest um einen vorläufigen Waffenstillstand bitten. Yondu schmort gerade im Killen, dank mir. Wir könnten ihn rausholen. Rausholen aus dem Killen? Dann nehme ich's eher mit der Kirchenflotte auf. Ich könnte ihn rausholen. Gamora, traue ich das zu? Das tue ich auch. Ja, ich auch, aber es nützt nichts. Die letzten Ravagers haben sich im Krieg zerstreut. Überlebende sind entweder untergetaucht oder sitzen auf irgendeinem Furzplaneten im Knast. Außerdem, was ist ein Pirat ohne Schiff? Das ist Lama, die Idee. Moment. Wartet mal. Kann es sein, dass uns die Antwort schon die ganze Zeit vor der Nase herumsabbert? Peter Quill, dieses Tier kann kein Schiff steuern. Das meine ich auch gar nicht. Denkt mal nach. Cammy hat keinen großen Nutzen für uns. Für die Kirche aber auch nicht. Die wollen Menschenhirne umpolen. Tiere haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie haben sich Cosmo geholt. Cosmos Verstand ist unserem weit überlegen. Seine Intelligenz macht ihn anfällig für das Versprechen. Genau wie bei Rocket. Danke. Aber ein Tier bin ich nicht. Leute, wir kennen eine Lady mit einer ganzen Armee von Tieren, die Raker jede Wette nicht auf dem Schirm hat. Wie können wir sicher sein, dass sie keine von ihnen ist? Ich bin gut. Wächter der Galaxie! Nein, alles gut. Du weißt schon, dass sie uns häuten und dann ihre Babys verfüttern will? Leute, das ist er. Okay, unser letzter Strohhalm. Wir müssen uns irgendwie bei ihr entschuldigen und alles wieder gerade biegen. Lasst uns ihr ein Geschenk besorgen. Ein Friedensangebot. Na, Groot geht nicht nochmal in den Käfig. Nein, denk größer. Viel größer. Welche Bestie verloren. Will sie? Mehr als jede andere? Drax weiß schon, von wem ich rede. Oh, ja. Oh nein, 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 nein. Das ist Drax Stichwort. Ihr wisst, wohin das führt. Nach Maklu 4. In den Kampf gegen den legendären Fin Fang Foom. Ach, Kacke. Ich habe in 13 gegen jede Chance. Wir fliegen da jetzt einfach volle Kanne rein, oder? Es heißt, die Ringe von Maklu 4 lassen ununterbrochen Feuer auf die gottlosen Abscheulichkeiten herabregnen. Wie schön. Tja, ich bin sicher, es ist schlimmer, als es aussieht. Ist es. Viele meines Volkes hatten diese gefährliche Pilgerreise vor mir angetreten und kehrten nie zurück. Haltet euch irgendwo fest! Angeber! Hey, wenn man's drauf hat... Flark! Flark! Nein!
sein! Stabilisatoren sind hin, Reparatursysteme überlastet! Wenn wir schon abstürzen, dann stürzt wenigstens auf Impact 2! Keiner stürzt hier ab! No, wir stürzen ab! Ach so, so weich ich aus. So nicht. Maussteuerung. Wie toll. Na komm. Reparatoren sind hin, Reparatursysteme überlastet! Wenn wir schon abstürzen, dann stürzt wenigstens auf Impact 2! Keiner stürzt hier ab! No, wir stürzen ab! Oh. Diese Gipfel sind gebrochen! Oh. Ja. Ich... Hä? Das war doch relativ gut. So, wir müssen. Nein! Stabilisatoren sind hin, Reparatursysteme überlastet! Wenn wir schon abstürzen, dann stürzt wenigstens auf Impact 2! Keiner stürzt hier ab! Oh, wir stürzen ab! Ne. Diese Gipfel sind gefährlich! Wow! Ja. Ich versuche nur zu bremsen! Abdrehen! Abdrehen! Schrei nicht so! Abdrehen! Ach, oh. Das Ding auf! Könnten wir aufhören, alles zu rammen? Ja, schon klar. Ich pass auf das Ding auf. Sorry, das wird dich nicht treffen. Soll ich das Steuer übernehmen? Nein, alles im Griff. Offensichtlich. Uh-oh. Das wird eine harte Landung. Haltet euch irgendwo fest. Ich... Immerhin sind wir gelandet. Bisschen holprig, aber alle noch heil, oder? Und wir lachen. Das ist gut. Das ist perfekt. Das sind wir. Genauso wir ein. Zumindest tragt Quill immer so ein. Dann sollen wir heute wohl doch noch nicht sterben. Was soll denn, Finfeng Fum verschlingt uns mit Haut und Haar. Wow. Erstmal müssen wir ihn finden. Wollen wir? Ja, das ist verrückt. Genau, so geht einparken. Wow, hier sollten definitiv keine Funken sprühen. Darum können wir uns kümmern, wenn wir unseren Drachen haben. Ich bin Groot. Und Lady Hellbender uns dabei hilft, der Kirche ordentlich eins reinzuwürgen. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns mit einer ketefianischen Kriegshymne in Stimmung bringen. Was denn? Jetzt? Weißt du was? Flag drauf, warum nicht? Hört gut zu. Altketefianisch ist eine mächtige Sprache, deren Worte bedeutsam sind. Ich stimme die Melodie an, ihr singt mit. So Traju Dutlu, Pelago Margat. Echt jetzt? Wir machen das. Das sind ja aber nicht mit. Wolmaki Ulta. Gothen Kogalmak. Targathgonotkol. Wolmaki Ulta. Gothen Kogalmak. Fin Sadud, Jur Kanagal Tau, Gothen Kogal Mark. Fin Sadud, Jur Kanagal Tau, Gothen Kogal Mark. Gal Mark, Gal Mark, Sota Flandur
Was bedeutet die letzte Zeile? Das war grauenvoll. Bedeutet, wir werden siegreich sein. Die Milano wird sich nicht selbst zerstören oder sowas, während wir weg sind, oder? Wie oft muss ich dir das noch sagen? Das Schiff hat nicht mal ein Selbstzerstörungssystem. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Groot hat auch sehr gut gesungen. Alles gut, Kumpel? Ich bin Groot. Wir werden das schaffen. Ich weiß es. Natürlich. Wir müssen. Für Niki. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Es ist mein Schicksal, gegen den Drachenfürsten von Kakarantara zu kämpfen. Hast du gewusst, dass dir dieses Team von A-Löchern dabei hilft? Das nicht, aber ich bin dankbar, dass mir diese Ehre zuteil wird. So, auf geht's. Okay, es geht los. Jetzt wird's kalt. Bei meinem frierenden Arsch ist das kalt. Ganz so geht die Redewendung aber nicht. Willst du mich korrigieren? Oder willst du Fin Fang Foom finden und die Galaxie retten? Ich will Fin Fang Foom. Und das mit der Rettung der Galaxie auch, glaube ich. Falls Hellbender überhaupt darauf anspringt. Lady Hellbender wird darauf anspringen. Okay, also ich sehe keinen Foom-Boot. Wir sollten nach Jäger zu. Das war zu klar. Die Legenden sind wahr. Noch andere Legenden? Krabben mit Möglichkeiten gehört. Und glorreichem Tod! Schon klar! Hauptsache glorreich! Vorsicht! Wir sind alles auseinander! Ha, wir sind nicht hier, um von Eis und Felsen erschlagen zu werden. Es gibt nur eine noble Todesursache auf Maklu 4, wie für so viele meines Volkes vor uns. Kann mal jemand Red sagen, dass wir nicht zum Sterben hier sind? Niemand stirbt hier! Wir fangen Foom lebend! Wir übergeben ihn lebend an Lady Hellbender und wir bringen sie dazu, uns gegen die Armada der Kirche zu helfen. Und der Teil mit der Armada in deinem Plan ist dann der, wo wir sterben? Ja, vielleicht, aber definitiv nicht vorher. Vorwärts, Team! Sieht aus wie eine Sackgasse. Eine glorreiche Sackgasse. Ich muss zugeben, es ist schön, wie aufregend du das alles findest. Aha, aber... Sollte ich zusätzliche Kleidung benötigen, häute ich eine Besten. Okay, Drax, dann kanalisier deine Aufregung mal auf diesen Felsen. Ich stell mir vor, es sei der Kopf von Fin Fang Foom. Toll, Drax hat soeben den Schädel von dem Ding zerschmettert, das wir einfangen sollen. Mach's gut, Galaxie. Es besteht kein Anlass zur Sorge. Es heißt, seine Knochen seien unzerstörbar. Ich bin so gut. Sonne will die Aussicht genießen. Nimm dir Zeit, Kumpel. Vielleicht ist das unsere letzte Chance, was zu genießen. Ob Foom da drin ist? Ich weiß aus Fantasy-Romanen, dass Drachen gerne im Inneren von Bergen abhängen. Ich bin Groot. Ich will wissen, ob in diesem Roman auch steht, wie man Drachen einfängt. Ich bin sicher, es hat was mit Teamwork und Vertrauen zu tun. Ich bin Groot. Er kann sich nicht an Einzelheiten erinnern, weil er es nicht zu Ende gelesen hat. Ich habe viele verschiedene Drachenbücher gelesen, okay? Und es gab immer einen Berg. Und die Guten siegen am Ende immer. Ich bin Groot. Niemand wird ein Buch über uns schreiben. Über Filme. Ich glaube, ich sehe da was vor uns. Das große, schlimme Clown. Sieh, mein Volk war hier. Gab sowas nicht auch in Drax' Erinnerungen, als Mantis uns alle verbunden hat? Katathianische Jägerzeichen. Das waren aber viele tapfere Katathianer. Nach Talors Sturm auf Katath war mein Volk gebrochen, körperlich wie geistig. Der Exodus hat sie in großer Zahl hierher geführt. Und wie viele dieser Jäger sind zurückgekehrt? Keiner. Sie wurden alle Opfer von Fin Fang Foom? Nicht Opfer. Sie wollten die ultimative Schlacht. Einen wahrhaft glorreichen Tod. Nach Zähes Fragen, weil diese Leute kamen ja um zu Ritual akzeptieren, es fühlt sich an, als wären wir ein Teil von etwas. Sie kamen her, um einen Sinn zu finden, nicht wahr? Um nach Ultaf zu gelangen. Unser Gespräch auf Nowhere. Du hast aufgepasst. Natürlich. Viele wären als Verräter oder Kriminelle mit Sicherheit in Sarduth gelandet. Manche waren krank oder lagen im Sterben. Doch sie kamen verwundet hierher, um die härtesten Monster der Galaxie zu bekämpfen. Sie haben meinen Respekt. Und bald werden wir den ihren haben. Wir gehen dabei hoffentlich nicht drauf. Was
Haben wir doch mehrere Male. Okay, Team. Wenn wir dieses Ding nicht schnell erledigen können, haben wir kein Recht, Fin Fang Foom zu jagen. Na gut. Durch Umdrehen der stinkenden Katze tritt ihr Schwachpunkt zu tragen. Komm zu ihm, Drax! Festnageln, Groot! Drax, zerstört! Und Bomber. Nicht vergessen zu schießen. Kleingehacktes Gamora! Oh no. Dickerchen, drehen wir das Ding um, um zu sehen, ob es genau tickt. Keiner wird's kommen sehen. Das ist sowas wie eine Eisversion von Dickerchen. Vielleicht hat es dieselbe Schwäche. Ha, mach den Groot mit ihnen, Groot. Wir werden die Schwäche besiegen. Wir werden Fum einpacken. Ich muss ran. Das ist unser Schicksal. Und zack. Jemanden total an Second Half 9. Wir müssen diesen Krieg beibringen, sich umzudrehen. Das ist ein wandelnder Haufen Pickel. Was ist ein Pickel? Na komm jetzt. Wir haben wirklich keine Zeit, uns hier rumzuärgern. Wir machen bereits so schnell wir können. Mach's auch noch. Auf die Spitze getrieben! Ja! Und jetzt her mit Fin Fang Foom! Okay, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel größer und stärker und furchteinflößender wird Foom sein, verglichen mit dem Ding, 12. das wir gerade bekämpft haben? Sowas hatte ich mir gedacht. Niemand hat gesagt, es wird leicht, Rocket. Schon? Und Drax sind alles wörtlich schon vergessen. Unsere Erfolgschancen bei dieser Sache sind offensichtlich... Haller verflagt! Wow, seht euch diese Clownspuren an. Ja, ich bin auch ziemlich sicher, dass wir hier rüber müssen. Fragt sich nur wie. Sieht aus, als würde ich über den ganzen Felsen auf der anderen Seite eine Kante verwerfen. Okay, ich würde sagen, das ist der erste Schritt einer mehrstufigen Lösung, um diese Kluft zu überwinden. Und wie lauten die nächsten Schritte? Daran arbeite ich noch. Achtung! Schritt 2 deines Plans lautet also, uns alle zu zerquetschen. Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Ich könnte den Schutt von der Kante entfernen, Peter Quill. Ich brauche nur etwas zum Werfen. Wie wär's mit Quill? Komm schon, so schlimm ist das nicht. Seine fleischige Struktur wäre ein schlechtes Abriss. Letzter Schritt, Drax. Wenn wir ein... Ich schwöre, ich hab dich noch nie so gut gelaunt gesehen. Weil du mich noch nie auf der großen Jagd erlebt hast. Und die Mission in der Quarantänezone? Du meinst den Quarantänezone-Reinfall? Drax, ich weiß, du hast lange auf diese Sache gewartet. Genieß es, Mann. Danke, Peter Quill. Ich muss zugeben, dass ich das hier, nach allem, was passiert ist, wirklich brauche. Naja, wenn wir von Anfang an auf dich gehört und einfach Jagd auf Foom gemacht hätten... Dann wären wir jetzt wahrscheinlich tot. Wir waren überhaupt nicht bereit dafür. Alle bereit machen! Das sind wir jetzt. Vor uns ist etwas. Ich bin ziemlich sicher, es sieht uns, was immer es ist. Ein Raupenviech. Noch mehr Foomfutter. Unterschätzt nichts, was die Gefahren dieses Planeten. Echt guter Tipp. Hackfleisch, Gamora! Mach die Karte, Drax! Ich jedenfalls bin bereit für den Pentakoon! Schrei noch lauter! Vielleicht kommt er dann zu uns! Oh no. Auf geht's. Sehen nicht aus wie die Würmer, die ich mal hatte. Rocket, ist sicher und los! Ich
weiß, ich sag, dann sind noch das genug, da drin. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ihr da seid. Geht mir genauso, Peter, aber jetzt weniger Emotion und mehr Kämpfe. Bleib einfach in Bewegung! Lass dich nicht von ihnen umzingeln! Ich frage mich auf Pinchens Kuchen, also der Feuerspeise! Na komm! Vielleicht ist er super cool und ergibt sich einfach eine gute Sache! Das glaubst du selbst nicht. Okay, denken wir die Sache mal kurz durch. Seit wann machen wir das denn? Was ist, wenn wir zu spät kommen? Was ist, wenn Raker schon fertig ist und das Ritual... Dann machen wir das alles umsonst. Nicht umsonst. Falls unser letzter Akt darin besteht, Pin Peng Fum herauszufordern, ist er ehrenvoll. Letzte Akte sind nichts für mich. Ich bin ein Überlebenskünstler. Da, seht ihr? Noch mehr bedrohliche Gipfel. Langsam kriege ich von diesem Planeten Gänsehaut. Ich denke, ständig gleich greift uns Fum von hinten an. Gut. Pin Peng Fum von hinten ist gerade schwierig. Legendäre Bestien greifen nicht von hinten an. Vielleicht nicht, aber kluge schon. Okay, wie kommen wir daran? Eine Schwester hat Orte wie diesen gemalt. Höllenwelten? Eislandschaften. Ich soll glauben, dass Nebula, Geißel von 100 Welten, hübsche Bilder gemalt hat? Sie waren nicht hübsch. Sie waren traurig. Okay, wie kommen wir da rein? Groot will mehr über Nebulas Bilder erfahren. Es waren typische Eislandschaften. Manchmal hat sie kleine Versionen von uns hineingemalt. Das findet er süß. Naja, ich war meistens tot oder verstümmelt. Flork! Das war knapp! Es heißt, Pin Feng Fum benutzt die gefährliche Oberfläche des Planeten, um mögliche Gegner zu testen. Vorsicht! Das Gas ist tödlich. Woher weißt du das? Hallo, sie ist eine Attentäterin. Sie hat bestimmt schon bei vielen berühmten Personen Gas eingesetzt. Ich hab einen Vorschlag. Warum locken wir Fum nicht in eine der Gashöhlen? Das haut ihn um. Ich will die volle Anerkennung für den Kill. Zum letzten Mal, Drax. Wir töten Pin Feng Fum nicht. Wir fangen ihn ein und übergeben ihn Lady Hellbender, damit sie uns vergibt und hoffentlich im Kampf gegen die Kirche unterstützt. Ach, klingt kompliziert. Das ist ja wenig erfolgreich. Nein, noch nicht durch, Leute. Ja. Muss das. Oh, ich bin halb tot. Halt! Rocket, stehst du gerade bis zum Hals im Wasser? Wir werden gleich einen legendären Drachen in die Knie zwingen, während das Schicksal der gesamten Galaxie auf dem Spiel steht. Da will ich uns nicht ausbremsen. Wow. Ich bin beeindruckt. Du hast deine Angst wirklich überwunden. Naja, um mich geht's jetzt nicht mehr. Ging's nie. Wie wäre es, wenn wir Hellbender statt Fum ein paar von denen hier geben? Oh, Scheiße. Wir brauchen eine Verschlaufpause, Groot! Hoffentlich seid ihr nicht müde. Die Monster haben nämlich Freunde mitgebracht. Bringen wir es zu Ende. Gamora, erledige sie! Es tut auch nicht weh. Nicht sehr. Du bist richtig, mein Gegner.
nicht den Fehler, über den aktuell bevorstehenden Kampf hinauszuplanen. Ja. Ich bin aktiv auf den Kampf. Danke, Groot. Du zeigst Initiative. So, Trajut und Luk. So, Trajut und Luk. Felder Gummorga. So, Traf, Flam und Gaf. Okay. Ist auch ein das Sturm. Ist definitiv etwas für Drax. Warum dauert das so lange? Ui. Mir ist wichtig, dass er mir weckt. Gut, das sind wir jung. Vielleicht würdest du mal. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine schöne Stimme hast? Ja, nett! Fum wird nicht wissen, was ihn getroffen hat. Er ist widerstandsfähiger als ein Fels. Ich weiß. Ich versuche nur positiv zu denken. Warum? Das ist wieder so ein Teambildungsding. Wir brauchen keine Teambildung mehr. Wir sind ein perfektes Team. Naja, wir sind ganz gut. Ganz ehrlich, nach allem, was hinter uns liegt, würde ich das hier mit niemand anderem lieber durchziehen. Verdammt. Super Unterbrechung. Sogar ein Bug. Ein Glitch ins Eis. Danke, Groot. Du zeigst Initiative. So, Trajut und Luk. So, Trajut und Luk. Felder Gummorga. So, Trajut. Das haben wir schon aufgehoben. Targat Gonokol, Volmaki Ulta, Govenkogalmar. Nett! Fum wird nicht wissen, was ihn getroffen hat. Er ist widerstandsfähiger als ein Fels. Ich weiß. Ich versuche nur positiv zu denken. Warum? Das ist wieder so ein Teambildungsding. Wir brauchen keine Teambildung mehr. Ganz ehrlich, nach allem, was hinter uns liegt. Und ich schon wieder. Ach Gott. Und hing da wieder. Ich muss das Ganze nochmal durchmachen. Ich muss dann noch einmal fünfmal. Danke, Groot. Du zeigst Initiative. So, Trajut und Luk. Trajut und Luk. Morga. So, Trajut und Luk. Fum wird nicht wissen, was ihn getroffen hat. Oh nein! Ich weiß, ich versuche nur positiv zu denken. Warum? Das ist wieder so ein Teambildungsding. Wir brauchen keine Teambildung mehr. Wir sind ein perfektes Team. Ganz ehrlich, nach allem, was hinter uns liegt, würde ich das hier mit niemand anderem lieber durchziehen als mit euch. Flark, ich liebe euch, Leute. Es herumstürzt alles ein. Ah, bitte. Ach du Scheiße. Scharf! Sehr, sehr scharf! Das ist gar nichts verglichen mit den legendären Zähnen und Klauen von Finn Fang. Und dann ist es so ein kleines Wollknäuel. Ich kann enttäuscht sein, wenn der Typ dem ganzen Hype nicht gerecht wird. Ja. Falls wir so lange leben. Peter, und ist das so ein ganz kleines...
ein winziges Ding, was nur riesigen Schatten hat. Ist das Fum? Das sind wohl eher Leute. Super, vielleicht wissen sie, wo er ist. Oder sie greifen sofort an. Ich könnte das Lager infiltrieren und Schwachstellen suchen. Ein Exempel statuieren und die richtigen vor der Crew ausbluten lassen. Der Schock wird sie verwirren, vielleicht sogar aufgeben lassen. Dann erledigen wir den Rest. Nach Wohlbefinden erkunden, Aggression fördern. Ihr habt diesen Modus für die richtig bösen Jungs auf. Deine Mordlust in Ehren, aber zieh auch in Betracht, dass nicht alle da draußen feindselig sein müssen. Vielleicht ist es einfach nur eine Siedlung. Eine gefährliche Annahme, vor allem jetzt, wo alles von unserem Erfolg abhängt. Genau. Und wir werden Raker in den Arsch treten und Nikki rausholen. Aber danach müssen wir wieder einen Weg zurück zur Normalität finden. Das hier ist meine Normalität. Glaub mir, du brauchst mich gerade im Mördermodus. Okay, aber lass noch was für die wirklich bösen Jungs übrig. Vielleicht schraubst du ihn erstmal auf eine hohe 7 runter? Hm, vielleicht eine knappe 9. Jetzt komm! She said, "Boy, you..."